So, wir sind am Speicherpunkt und befinden uns immer noch in diesem kleinen Ghetto-Dörfchen. Hier ist Blut an der Wand, wenn ich das so richtig sehe. Und ich höre jemanden. Ah, schöne Scheibe. So, jetzt befinden wir uns wieder in diesen netten Speisekammern. Ja, Leute, ist das lecker. Zack. Oh, die Kettensäge, die würde ich gerne mitnehmen. Nee, das ist. Ist das eine doppelte? Mhm. Ist ja krass. Oder? Ja. Ja. Okay, nee, ich muss ja raus. Raus hier. Wo müssen wir jetzt hier? Also die Leute, die das wirklich in der Realität aushalten und so, das muss ich schon sagen. Es ist ja etwas übertrieben, denke ich. Ja. Also ich kann es nicht abschätzen. Ehrlich nicht. So, nimmst du nochmal Pistole? Bei mir ist hier gerade voll. Achso, wir kombinieren mal. Oder? Ja, ich habe kombiniert, dann nehme ich das. Außerdem könntest du mal nachladen bei deiner. Gut, ich weiß nicht, wie viel Schuss du im Moment bei. Ja, könnte ich mal nachladen. 50, naja. Später kannst du ja da wirklich richtig viel fassen. Ich sag doch, diese Typen bekommen nichts auf die Reihe. Ehrlich. Das war unsere Verstärkung, Dennis. Ja, und das war sie auch. Geh ich doch gleich mal eine Scharfschütze aus. Ich guck dieses Drachenvieh hier auch. Warte, ich hab's. Was denk ich, das dumme Vieh hier? Völlig. Wir haben gerade auch so eine. Zum Hang dazu. Ja. Aber das ist so ein typisch amerikanisches Feeling. Ja. Gut, eigentlich habe ich jetzt die Sniper, da müsste ich da hoch, aber. Ach so. Was will man machen? Ja, das geht sowieso nicht. Du kannst mich ja dann nicht hochstemmen. Der Chris wiegt ja um die 2, also um die 100 Kilo. Ja. Und, Das ist schon ein Muskelpaket. Das. Ich sehe jetzt gerade die Gegner gar nicht. Ach, von da. Gut. So, sind alle Gegner weg? Nee, es kommen schon wieder welche. Oh, könnte ich noch. Schild. So, oh, die Granate ging gut. Gut, das war deine Granate. Ja, das war eine Granate. Ja, das hast du gut gemacht. Danke. Ja. Brandgranate, die würde ich gerne aufheben haben. Ich habe noch etwas Gewehrmunition für dich. Moment. Also ich erstmal die Granate nehmen? Danke. Oder wie sieht's bei ja, dir aus? Ja, mach. Ja, bei dir ist voll. Nimm ruhig. Ja. Nehme ich erstmal. Okay. Oh, hier. Dennis, musst du mal vielleicht. Das nehme ich gerade so. Ja, ich stelle mich jetzt hier mal ans Pinkelbecken. Ach, ja. Habe ich fast vergessen. Dann nehme ich dann doch hier diese. Oh. Neue Dusche. Da war auch gerade einer auf Toilette. Rotes Kraut. Ach, rotes Kraut. Das könnten wir jetzt wirklich. Ja. Nimmst du das oder? Ja, geht ja nicht. Dann nehmen. Weil ich ganz gerade schön kombinieren.
Naja, deshalb. So. Nochmal schnell die Hände waschen. Das ist immer wichtig. Für die Hygiene. Ja, für die. Das ist ja wirklich an erster Stelle geschrieben. So, noch ein rotes Kraut. Jetzt finden wir wieder viel rotes Kraut und. Hier hinten wieder einer. Mit der Bierflasche. Und die. Die hat dann mal schön auf mich draufgehauen, die Bierflasche. Du bist jetzt blutig, weil du mit dem Messer reingelaufen bist. Mensch, bin ich noch blutig, ja. Ja, rotes Kraut können wir jetzt zufällig nicht aufnehmen. Ne? Warte mal, kann ich Pistole nachladen? Oh ja. Ja, dann nehme ich das mit. Super. Oh, hier haben wir einen schönen Clubsessel. Oh ja, den nehme ich mit, komm. Was wollen wir uns noch mitnehmen? Den stellen wir, zu Chris nach, mit nach, in seine Wohnung. Genau. In Amerika oder wo er wohnt. Und weg. Mensch, die haben auch viele Leute hier arrangiert. Mehr oder weniger freiwillig. Tja, das ist dann noch schwierig einzuschätzen. Hier ist noch eine Handgranate, also. Ich kann die jetzt nicht. Ich kann die nicht nehmen. Nee. Schmeiß mal die Brandgranate weg. Okay. Weil ich dachte, ist Brandgranate nicht besser als Handgranate, oder? Naja, Handgranate macht mehr Damage, also da. Ach so. Da ist noch eine. Wo? Ach ja, super. Deshalb habe ich das auch gesagt. Noch ein Clubsessel. Ja, lieber nicht. Naja, kannst du auch gleich mit, siehst du, ein für mich, ein für dich. Noch eine Pumpkin. Nee, das wird jetzt nicht. Grünes Kraut wird jetzt auch nicht, leider. Mist, weil wir haben ja gerade. Ja, hau mal das Grün weg. Also. Ja. Gut. Kombiniert und super. Kann ich auch die Brandgranate mitnehmen und wir stürzen uns. Du wirst jetzt wahrscheinlich brauchen. Und du willst mir wieder Sprunghilfe geben. Dann rüber. Gleich ein Kontrollpunkt, das lässt auf einige schließen. Ach wieso, sind nur nette Leute. Einen netten Nachmittag. Ah, ich rede nicht weiter, das ist eh Quatsch. Gut. Na runter. So. Ja, ich gehe runter und auf einmal kommen die hier, alles klar. Jetzt kannst du deine Granate gut verwenden. Hahaha. Ha. Das kam gut. So, spieß mal den noch auf und dann stehen hier. Ne, der steigt wieder auf. So, jetzt ausspießen. Nein. Ah, du gibst mir ja schön Rückendeckung. Ja. Den ein oder anderen erwische ich. Jetzt nehme ich mal mein Sturmgewehr. Das eignet sich immer prima für solche Situationen. Das sollte kein Problem darstellen. So, ich gehe runter. Da leg mal Munition. Brauchst du noch Pistole? Ich kann die nicht aufnehmen. Achso. Weil voll, ja. Du bist ja auch lieber mit deinem Maschinengewehr unterwegs, ne? Ne, klar. Durchgriff, immer. Ein Grund mehr, warum ich dieses Spiel ganz gut leiden kann. Hier ist Schrotgewehr-Munition. Du müsstest mir erstmal aufmachen. Weil hier ist. Ich kann nicht mitnehmen. Das. Oh. Ein Schloss vor der Tür. Ach so. Gut, Sesam. Lass mich raus. Ey, so hier das nicht. Fresse. Sesam, öffne dich. Arsch. Ich kneif dich. Du schießt mich einfach mal ab hier. Oh.
Okay, hinter dir, Dennis. Das ist mir jetzt egal. Konzentrier dich mal. Wir haben jetzt hier gerade einen Konflikt auszutragen. Ja, was sagst du dem? Also, ja, sag dem das. Ja, so wie fertig warten hier. Ja. So. Headshot, dann ein Tritt und auch noch Gold. Und ein weiterer Tritt. Ich spiele, das ist hier gerade voll auf Akku. Ach Mensch. Das nimmst du eigentlich keinen Schaden. Naja, das geht nicht. Warum sollte ich denn von dir Schaden nehmen? Tja, weil das ist doch gar keine Kraft. Oh, keine Kraft. Naja. Hättest du dein Maschinengewehr nicht. Oh. Ja, wenn du dich hast du ein bisschen aufgeräumt. So sieht zumindest so aus. Ich ja. Die Blut hier und so, ne? Ist die Blut. Alter, das Blut sieht aus wie so ein Drache, erinnert mich an Dragon Age. Naja, das ist ja eigentlich auch so. Was? Bei den Trailer sieht man das ganz gut in Dragon Age. Da ist das dann irgendwie so Blut und das geht dann über in den Drachen. Ja. Soll. Ja, okay, wir brauchen uns jetzt nicht über das Spiel unterhalten, oder? Nee. Weil gerade für euch, wenn ihr das hier guckt, und Dragon Age an sich noch nicht gezockt habt oder Let's Play geguckt habt, ist das nicht ganz so schön. So, reden wir doch mal über was anderes. Über das ja. Wetter. Ja, wir sind ja immer noch bei Resident Evil. Resident Evil, dann mache ich jetzt Resident Weather und ich sage, es ist bewölkt und dort hinten zieht eine graue, große Wolke auf. Und die derzeitige Situation ist mir hier gerade viel zu ruhig. So, hier haben wir neue Autos, das ist das Renault Autohaus. Also Renault, ich bin jetzt nur mal so zufällig drauf gekommen. Hätte auch Peugeot sein können oder. Ja, ausgerechnet die französischen Automarken. Ah ja, Dennis so. Ja, ich habe ein wenn man Französisch der 7. Klasse macht und Fremdsprachen hier noch Abkanner nicht wirklich gewachsen ist, dann bekommt man schon mal eine kleine Vorliebe für etwas. Genau, unterhalten wir uns über Schule. Nee, das ist ein doofes Thema. Ansonsten gibt's den. Du kannst das Kraut nicht aufnehmen, ne? Ja, jetzt bin ich schon wieder weitergerannt. Müssen wir dann mal gucken. Ja, so geht eine Tür auch auf. Ja, Dennis, und da frage ich mich, glaubst du, der ist uns freundlich gesinnt? Bestimmt, ne? Also, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Du kannst ja mal hingehen und ihn mal fragen. Ich frage ihn jetzt einfach mal und aber er scheint mir nicht großartig zu antworten. Ich mache mal Aufmerksamkeit hier auf mich, aber. Ja, ich halte dir die Brücke frei. Oh. So, bitte. Ja, der ist gerade ein bisschen Dennis. Ja, und da ging mein Kopf weg.